Fahrräder, Zweiradmechaniker und das Koblenzer Unternehmen Canyon Bicycles. Das bildet seit vielen Jahren eine Einheit. 1995 durch Roman Arnold gegründet, genießen die Fahrradbauer längst international einen Spitzenruf, der auch auf die Entwicklung und Erprobung im Unternehmen zurückzuführen ist. Von der Entwicklung bis zum Direktvertrieb von Fahrrädern bündelt das Unternehmen alle Bereiche unter einem Dach, wozu auch die Technikerwerkstatt der Entwicklungsabteilung gehört, die Entwicklungsingenieur Michael Adomeit so erklärt. Also das ist unsere Technikwerkstatt. Hier arbeiten 4 Mechaniker. Der Großteil davon ist der Entwicklungsabteilung angegliedert. Und was passiert hier? Im Grunde werden hier Fahrräder aufgebaut, die zum Beispiel zu Magazinen gehen, ja, die an unsere Teams gehen, an unsere Profiteams, die zum Fotoshooting gehen und natürlich auch die ganzen Prototypen, die wir dann testfahren, die werden hier aufgebaut. Sowohl Geländeräder wie auch Straßenrennräder werden bei Canyon entwickelt und gebaut, anschließend direkt vertrieben. Via Internet ist man mit Kunden in aller Welt verbunden und bedient Absatzmärkte rund um den Globus. Der Betrieb wurde als Garagenwerkstatt gegründet und zählt heute über 400 Mitarbeiter. Längst platzt die Canyon-Fahrradwelt zwischen Entwicklung, Erprobung, Montage, Service und Vertrieb aus allen Nähten und das Unternehmen expandiert ständig. Mein Canyon ist natürlich ein sehr junges Unternehmen, ein sehr dynamisches Unternehmen. Wir sind in den letzten Jahren fast durchweg über 20% gewachsen. Das heißt, es kommen auch viele junge Leute hier hin. Gerade auch unsere Entwicklungsabteilung ist eigentlich geprägt von Absolventen auch. Ja? Also junge Leute, die von der Universität kommen, die fangen ja an. Und das, was uns eigentlich alle verbindet, ist im Grunde die Liebe zum Fahrrad. Natürlich, wir haben alle unser Hobby irgendwo zum Beruf gemacht. Das gilt auch für Gordon Köhnen, der als Teamleiter Qualitätsmanagement die Räder besonders hart dran nimmt. Auf Herz und Niere bzw. auf Rahmen, Lenker oder Gabel werden die selbstentwickelten Bauteile geprüft und das weit über den vorgeschriebenen Umfang hinaus. Was hier auf die Bauteile wirkt, simuliert in wenigen Stunden ein ganzes Fahrradleben und sogar ein bisschen mehr. Es sind Extrembelastungen für Extremräder. Die Prüfgeräte sind zusammen mit einer Universität entwickelt worden und sind selbst ein Stück Hightech im Unternehmen. Die meisten Baugruppen der Canyon-Räder werden heute aus Carbon gefertigt. Hochfest und besonders leicht. Selbst im Profiradsport, so bei der Tour de France, sind Canyon-Räder unterwegs. Besonders hier, wo hohe Kräfte bei hohen Geschwindigkeiten auf die Räder wirken, ist die absolute Zuverlässigkeit der Bauteile unverzichtbar. Hängt doch die Sicherheit und auch die Gesundheit der Fahrer unmittelbar damit zusammen. Auch das sind Kriterien, die Gordon Köhnen und seine Mitarbeiter im Prüflabor zu verantworten haben und deren Inhalte er so erläutert. Zum einen simulieren wir natürlich an dem Rahmen zunächst mal die Wiegetrittbelastung, das heißt pedalierende Bewegungen. Die Prüfungen laufen immer mehrstufig, das heißt in der ersten Stufe prüfen wir immer die Norm ab und darüber hinausgehend noch die Canyon-spezifischen Anforderungen. Um einfach noch mehr Sicherheit in unsere Bauteile reinzubekommen, prüfen wir teilweise doppelte Norm oder sogar noch mehr. Und das fängt beim Rahmen eben mit einem Wiegetritt an, geht dann weiter über die Sattellast, die dann letztendlich die Belastung auf den Sattel simuliert. Das sind so die Hauptprüfungen, bevor wir dann noch auf die Impact-Prüfungen für die Rahmen übergehen. Der Prüfstand in einem mittelständischen Unternehmen, das Fahrräder baut, sicherlich nicht alltäglich und eins der vielen Merkmale, die Canyon herausheben. Bei der Entwicklung neuer Räder und der Qualitätssicherung spielt nicht nur die zerstörende Materialprüfung eine wichtige Rolle, sondern auch die zerstörungsfreie. Und auch hier kommt Hightech zum Einsatz, den man normalerweise aus Krankenhäusern kennt. Computertomographen und Röntgenapparaturen lassen tiefe Einblicke in die Bauteile zu. Alle wichtigen Gruppen, die Canyon später an seinen Rädern montiert, werden hier überprüft. Ein aufwendiges Verfahren, das viel Aufmerksamkeit verlangt, sich aber lohnt. Denn selbst versteckte kleine Schwächen werden beim Blick durch Material aufgespürt und frühzeitig erkannt und aussortiert. Ein bisschen ungewöhnlich, muss man schon sagen. Wir sind hier im dritten Bereich von unserem Prüflabor. Nicht zerstörende Prüfungen, in dem Fall per Röntgenstrahlung oder CT-Prüfung sogar. Das hat den Hintergrund, dass wir für uns entschieden haben, speziell Carbonbauteile und sicherheitsrelevante Bauteile, wie beispielsweise eine Fahrradgabel oder einen Lenker oder einen Vorbau, wo also jemand womöglich zu Schaden kommen könnte, wenn ein Bauteil versagt,
Das heißt, hier gucken wir uns die Carbonbauteile 100% an. Also sicherheitsrelevante Carbonbauteile werden zu 100% geprüft bei uns. Und vor 3 Jahren oder mittlerweile sind es fast 4 Jahre, haben wir uns auf die Suche gemacht, was ist die beste Prüfmethode am Markt dafür, und sind eben auf die Röntgenprüfung Computertomographie gestoßen und haben uns dann vor 3 Jahren entschieden, die Maschine hier zu installieren. Waren zum damaligen Zeitpunkt die ersten und einzigen in der Sportbranche, die Carbonbauteile auf diese Art und Weise prüfen und somit schon bestmögliche Sicherheit für unsere Kunden sicherstellen sozusagen. Wer weiß schon, dass sein Fahrrad vor dem ersten Tritt in die Pedalen so durchleuchtet und gecheckt wurde. Das gilt auch für die jüngste Entwicklung, das Aero CF SLX. Hier gilt außerdem, nicht nur Rennwagen oder Flugzeuge werden über Messungen im Windkanal entwickelt, sondern auch Fahrräder. Was hat dieses Fahrrad mit einem Windkanal zu tun? Letztendlich das Aero, das ist ein Fahrrad, was irgendwo aerodynamisch ist. Ja, das ist so eine Art Synthese aus Zeitfahrrad und konventionellem Rennrad, also ein Rennrad, was halt sehr leicht, sehr steif ist. Und dieses Rennrad soll halt im Grunde diese beiden Welten miteinander vereinigen. Und natürlich, wenn man ein Rennrad möglichst strömungsgünstig bauen möchte, möglichst aerodynamisch bauen möchte, dann muss man auch in der Lage sein, die Aerodynamik des Rades zu untersuchen. Und das macht man üblicherweise im Windkanal und das machen auch wir so. Das heißt, dieses Rad hat viele, viele Stunden im Windkanal verbracht. Entwicklungszeit, die sicher gut investiert ist. Denn mit ihren Arbeiten sind die Koblenzer Fahrradbauer aus gutem Grund international spitze und wollen es auch langfristig bleiben. Infos zu freien Lehrstellen auch im Zweiradmechanikerhandwerk gibt die HWK Lehrstellenbörse unter hwk-koblenz.de.